dass nicht mal Musik läuft, ne? Das ist ja noch viel schlimmer. Kann ich nicht im Hintergrund ein bisschen Musik anmachen? Müsste ich voraustappen, warte mal. Ich tapp mal kurz raus. Oh, nicht gut. Gut, dass ihr weiterläuft. Ich mach mal so. Warte. Was haben wir denn? Nicht hier. Ich will keine Playlist. Hier. Ich mach mal ein bisschen Musik im Hintergrund an, ne? Weil hier läuft zu wenig. Ich guck mal, machen wir hier. Bisschen lauter. So. Und dann mache ich hier mal die Musik komplett auf leise. Zack. Und dann muss mal einer Bescheid sagen, ob das zu leise oder zu laut ist von der Musik her. Ich glaube, die könnte fast noch lauter, so laut wie der Trecker ist. Kann die, glaube ich, noch lauter. Jetzt habe ich natürlich die Kurve nicht gekriegt. Also ich höre jetzt gar keine Musik. Ich glaube, das ist zu leise, ne? Ich mache nochmal lauter. Warte. Könnte jetzt ein bisschen zu laut sein, oder? Jetzt hört man das, jetzt höre ich das, also jetzt höre ich das Spiel nicht mehr. Wir brauchen hier nur ein bisschen Hintergrundbeschallung. Wieder eins dieser Lieder, das fängt leise an und wird dann lauter. Ich glaube, so geht's, ne? So, jetzt höre ich Musik und den Trecker. Ich glaube, das ist okay so, ne? Ah, sehr gut. Muss ich mal merken. Passt ja auch, ne? Am besten jetzt kommt gleich noch irgendwie Highway to Hell oder so. Was natürlich unwahrscheinlich ist, aber... Hier auf dem Trecker und dann sitzt hier Highway to Hell, Alter. Da wird ja aber ganz anders bei. Das wäre aber lustig. Jetzt hat er zumindest mal ein Radio in seinem Trecker drin. Kurz eingebaut. Jetzt hast du hier nur der Trecker geräuscht und ist ja auch ein bisschen so. Auch wieder so eine Sache, warum, da frage ich mich jetzt, warum bin ich dann nicht früher drauf gekommen, Musik anzumachen? Ich hab den Player hier auch. Ich spiele doch im Intro und im Outro auch Musik. Warum nicht während des Spiels? Gerade bei so einem Spiel hier. Da kann man das ja mal machen. Kommt ja selten genug vor, dass ich überhaupt Musik spiele. Warum zieht denn der Trecker nach links? Was ist denn los mit dem? Ich muss ständig nachkorrigieren. So, da vorne haben wir ein Stück ausgelassen. Aber lässt uns mehr Spielraum beim Kurven fahren. Boah, das wird nicht weniger, ne? Das wird nicht weniger hier. Das ist schlimm. Wenn ich nur gerade ausfahren müsste, könnte ich zwischendurch auf Klo gehen. Boah, da haben wir uns ja was aufgehalst, ey. Aber richtig. Ich glaube, wir machen die anderen Felder, die fliegen wir, glaube ich, doch nicht. Bis jetzt zumindest nicht. Ich weiß nicht, es ist schon wieder 10 Uhr. Wir sind schon wieder fast 2 Stunden dabei hier. Haben nur ein bisschen den Hof renoviert und ansonsten nichts geschafft. Scheiße. Und dann noch Gewächshäuser reparieren. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich meine, es wird schon besser, aber irgendwie auch nicht. Es ist gleich Mittag und wir sind noch nicht fertig mit unserem Auftrag. Das ist mal ganz was Neues.
nimmt aber auch alles. Der taucht aber auch alles, ne? Schon heftig. Hauptsache der blöde Storch steht da in der Mitte und lacht mich aus, die alte Sau. Na warte, dich fresse ich auch noch. Sieht ein bisschen an wie Ozzy Osbourne, ne? Ist er aber nicht. Diesmal fahren wir gleich im Kreis. Macht es zwar nicht besser, sogar schneller, aber hey. Aber unsere Felder gehen ja noch, ne? Die sind zwar, ich glaube, die haben zusammen auch ungefähr diese Größe, wobei nicht mal ganz so groß. Nee, die sind, glaube ich, nur zusammen die Hälfte so groß, wenn überhaupt. Kriegen wir schnell bestellt, aber ja, das Problem ist halt wirklich, wir brauchen diese Sämaschine. Das heißt, wir müssen das hier machen, sonst würde ich es nicht tun. Leider haben wir keine Wahl. Da zwingen uns die Entwickler zu. Das ist ganz toll. Das ist so eine dieser Missionen in Spielen, die du nie wieder machen willst. Und wenn du sie geschafft hast, bist du glücklich. Aber du willst sie nie wieder machen. Wie zum Beispiel die RC-Helikopter-Mission in GTA Vice City. Die war auch scheiße. Aber so richtig scheiße. Guck mal, wir kommen dem Storch immer näher. Wir rücken hier auf die Pille, mein Freund. Bald bist du Suppe. Ja, siehst du, der lacht mich aus. Hast du das gesehen? Hier, der lacht mich aus, die alte Sau. Na warte, aus dem mache ich Hackfleisch. Lass mich mal das Feld zu Ende fügen, Junge. Dann bist du hier Schichte. Ah, richtige Geschichte. Ich wollte gerade hinter mir in den Spiegel gucken, aber an dem neuen Kleiderschrank ist gar kein Spiegel mehr drin. Hier ist nämlich gerade irgendwas rumgepoltert. Entweder ist die Frau vom Scheißhaus gefallen oder hier gerade durchgelatscht. Aber Tür zu, niemand ist da. Dann ist sie wahrscheinlich vom Klo gefallen. Dann liegt sie da jetzt. Tjo, leider schade. Kannst du machen, nix. Kobi wird auch mal ungünstiger, ne? Die muss ich, glaube ich, mal ausflügen bald. Alter, ich habe das erste Lied gemacht, da geht direkt 12 Minuten. Top. Ja, Freunde auf YouTube, ihr habt gut, ihr könnt vorspulen. Könnt ihr gerne machen. Ich würde es auch tun. Bin ich ganz ehrlich. Ich würde es jetzt auch machen, wenn ich es könnte. Oder abschalten. Ich würde doch abschalten. Ich würde jetzt, wenn ich das jetzt auf YouTube sehen würde, ich würde zu mir sagen, komm scheiß drauf, ich gucke mir die nächste Folge an. Ich würde die Folge so überspringen, glaube ich. Ich weiß ja nicht mal, wie ich das zusammenschneide nachher. Wenn ihr Pech habt, geht das sogar über zwei Folgen. Je nachdem, wie lang das ist. Und ob ich das auf eine halbe Stunde oder auf 20 Minuten schneide. Also ich würde es euch nicht übel nehmen, wenn ihr auch die nächste Folge dann überspringt. Wenn hier jetzt gleich irgendwo ein Cut kommt oder der Cut schon kam. Aber das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen. Ich finde diesen Schlenker hier, der ist so wunderschön. Und den müssen wir mal ausgleichen, ne? So, jetzt haben wir nämlich das Problem, jetzt kriege ich hier die Kurve nämlich nicht. So, warte, die mache ich mal jetzt weg hier. Ich weiß, das kostet jetzt auch wieder Zeit, ist mir aber egal. So, Tempomat und Vollgas. So, dann können wir hier eine neue Kurve machen, die dann vielleicht etwas kurviger wird.
Gefühl wird es immer noch nicht weniger, was wir machen müssen, ne? Leider nein, leider gar nicht. Auch gleich mal. Aber die Kurve hier ist schön. Und die da hinten auf der rechten Seite jetzt von uns am Ende, die ist auch schön. Aber die beiden hier sind, die beiden, die wir jetzt gerade ausgelegen haben, die sind nicht so schön. Komischerweise. Ach ja, was mache ich nun mit meinem Leben? Felder pflügen. Fremde Felder, vor allem fremde Felder. Wir haben da eigentlich nichts von. Wir verdienen hiermit überhaupt kein Geld, gar nichts. Wir können ihnen nichts ansehen, nichts abernten. Das ist nicht unser Feld. Wir machen das nur für eine blöde eine Sämaschine. Nur dafür machen wir das. Und das, kotzt auch noch richtig, aber wir kriegen nicht mal Geld dafür. Und Gewächshäuser müssen wir auch noch fertig machen bei den Idioten. Das ist noch richtig schlimm. Ja, die Kurve war sehr gut. Die hat überhaupt nichts gebracht. Jetzt haben wir wieder einen Schlenker drin. Ja, Schlenker machen kann ich. Da bin ich perfekt. Da bin ich der perfekte Profi drin. Beim Schlenker machen. Ich sollte vielleicht mehr auf den Monitor gucken als zur Seite. Das Lied ist böse anscheinend. Da ist ein Parental Advisory Schild drauf. Das ist bestimmt gut. Ich verstehe nicht, warum hier die Kurven so eng sind. Habe ich selber so gefahren? Wahrscheinlich, ne? Die Musik ist auch völlig passend dazu. Headbang auf den Träger. Hat der Magger eigentlich andere Klamotten auch mal? Weil der sieht immer gleich aus. Er sieht nicht aus wie ein Bauer, sondern wie ein Handwerker-Kalle, ne? Und mit seinem Werkzeuggürtel und so. Ich sag ja, der war Heimwerkerkönig. Und dann hat er alles stehen und liegen lassen von seiner Selbstständigkeit, um Bauer zu werden, weil Opa ihm was vererbt hat. Dem Opa hätte ich was gehustet, oder? Da hätte ich Opa angeguckt und gesagt, bist du bekloppt? Was soll ich mit deinem Ranzhof? Du bist doch völlig nicht ganz dicht, Junge. Ich würde mal sagen, die Hälfte haben wir ungefähr geschafft. Es wird langsam. Sein Ende in Sicht hat ja nur, weiß ich nicht, eine halbe, dreiviertel Stunde. Ach du Scheiße. Oh nein. Fuck, ich hab vergessen den Scheiß. Oh, gut, dass du das sagst. Ich hab nicht getankt. 11%. Da kannst du vergessen. Oh Mann. Ja, toll. Oh Mann. Ist hier irgendwo eine Tankstelle in der Nähe? Nicht mal das. Hier ist nicht mal eine Tankstelle. Hier ist eine Tankstelle. Oh, scheiße. Da müssen wir auch noch abbrechen. Glaube ich. Ich glaube, das langt nämlich nicht. Und wir haben kein Geld für den Abschleppdienst, ne? Der kostet, glaube ich, 200. 10%.
Abschleppwagen. 200 Euro kostet das. Wir haben nur 120. Fuck. Wir müssen zur Tankstelle, wa? Scheiße. Ich hoffe, wir kommen da hin. Ist ja auch nochmal ein Kilometer. Ah, Mann. Gut, dass du das erwähnt hast. Ich habe da jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Jetzt fahre ich mit meinem Flug zur Tankstelle. Ist das nicht großartig? Ich fahre aber querfeldein, das geht ein bisschen schneller. Scheiße. Oh. Nö, warum? Von der Geschwindigkeit her ändert sich da nichts, so, den können wir so dran lassen. Das ist nicht so wild. So, wenn er oben ist, fahren wir sowieso 22, 23, mit oder ohne. Wenn er unten ist, ist er langsam. Weil er hinten halt den Boden reinackert. Ah, sollten wir aber schaffen. Gucken, was das kostet. Das Ding voll zu tanken. Ah, der kommt jeden Hügel hoch, ne? Knallhart. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht, ey. Wir müssen ja auch noch tanken. Können wir nicht irgendwo Kanister kaufen? Weil wir haben ja 40 Liter bei uns in der Tankstelle zu Hause. Aber da geht doch bestimmt mehr rein als 40 Liter, oder? Also bei uns in die Tankstelle, meine ich. Ja, gut. Haben wir zumindest ein bisschen Abwechslung, ne? Wir fahren jetzt erstmal schön tanken. Gibt noch lecker Bockwurst dazu und ein Brötchen. Ein Käffchen und dann... Oh, Käffchen. Ich hatte Hunger, ne? Hier, Tomate. Tomate. Oh, jetzt hab ich wieder zu viel gegessen. Wollte ich nicht. Guck, wir können halt ein Feldchen noch vernichten. Ich hoffe, die 120 Euro reichen zum Tanken. Und da können wir noch ein Käffchen trinken. Ach, und guck mal da, was da steht. Da steht der Transporter. Okay, ich finde die Musik jetzt doch ein bisschen sehr unpassend. Ich guck mal kurz noch was Neues. Was nehmen wir denn? Happy Hype Hip Hop Mixed 5 Wave Epic Chiptune Pop. Nee, wir nehmen Chill. Ich glaube, das passt besser zum Spiel. Normal höre ich Rock, aber passt irgendwie nicht hier zum Spiel. Guck mal hier. Kostet Gerät. 23.000 mit Sozialpunkten, ja. Na sicher. Gülle. Was ist das hier? Oh, das ist einer zum Aussehen, ne? Ein Düngerstreuer ist das. Ein großer Düngerstreuer. Das ist, glaube ich, ein Flug, ne? In Grubber. Zum Kultivieren, okay. Hier ist ein schöner für Saatgut. Das ist ein Mähwerk. Und zwei Treckers. Naja, fahren wir tanken. Den fahren wir mal tanken. So, gefüllt mit 4 Litern. 46 gehen rein. Oh, Alter, 1,50 der Liter. Echt so teuer.